Haben Sie schon die Neuigkeiten von Eos gehört? Yes! Einige Asari haben im Außenposten Zuflucht gesucht. Nicht sonderlich viele, aber immerhin. Bradley zufolge ist unter ihnen auch eine verantwortliche Offizierin namens Hedaria. Sie weiß vielleicht, wo die Arche ist. Okay, wir sollten mit denen reden. Ich weiß, dass hier die Gespräche ein bisschen rumbacken, das fällt mir jetzt immer mehr auf. Auch, dass die Charaktere irgendwie ganz komisch rumzucken. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich schätze mal, das kam durch das neue Update rein. Anders kann ich es mir nicht erklären. Dann sollten wir uns auf den Weg nach Eos machen und es rausfinden. Gut. Gerüchten zufolge ist auch Sarissa Ferris auf der Arche der Asari. Sie ist genau die Frau, die wir brauchen. Wer ist sie? Vermutlich die beste Strategin unter den Elite-Soldatinnen, die es gibt. Ihre biotischen Schilde haben in der Schlacht um Kerkis Hunderten das Leben gerettet. Allem Anschein nach arbeitet Sarissa als Leibwächterin des Asari Pathfinders. Und wahrscheinlich hat sie schon einen Plan, um alles wieder ins Lot zu bringen. Sie scheinen sie zu vergöttern. Hallo, Maus? Jetzt ist die Maus einfach weg. Es ist echt komisch. Sie scheinen sie zu vergöttern. Kann es sein, dass Sie ein Fan von ihr sind? Nein, ich... Ich mag einfach... Hören Sie, wir brauchen jemanden mit Ihrer Erfahrung. Das ist alles. Jemand mit so viel Erfahrung ist mir immer willkommen. Das heißt, wir haben noch einen weiteren Grund, die Arche zu finden. Wenn Sie bereit sind, sich auf die Suche zu machen, sollten wir in Prodromus mit Hedaria reden. Und dabei würde ich Sie gerne begleiten. Okay, E-Mail von Cora lesen. Fehlgeschlagen. Aber ich hab doch die... Also... Das ist... Ich hab doch die Ding gelesen. Was sind die für komische Viecher hier? Ich will gar nicht wissen, was das ist. Vor allem will ich nicht wissen, was passiert, wenn das Ding ausbricht. So, kann ich hier oben noch irgendwas machen? Oh Gott, ja, ich verspreche, wir gehen hier gleich. Weil vielleicht mache ich die Folge auch ein bisschen länger, weil wir gar so viel langweiliges Zeug hier machen. Vidcon, was haben wir denn da? Keine Kontaktoption verfügbar. Ja, okay, dann würde ich sagen, auf zur Brücke. Komm, ich mache die Folge heute einfach mal ein bisschen länger, ausnahmsweise, weil wir gar so langweilig unterwegs waren. Gerade frage ich mich, wo eigentlich die Bibi wohnt. Wo ist denn die Bibi untergebracht? Und die Frage ist, müssen wir mit der wirklich quatschen? Ich habe keine Ahnung. Cora, du darfst ruhig ausreden. Das ist wirklich kein Problem. Ah, da bist du ja. Hab ich dich. Muss ich Lexi um eine psychologische Beurteilung bitten? Ha, ja, vielleicht. Die Leute sagen mir schon mein ganzes Leben lang, ich wäre verrückt. Ich habe ja noch mit ein paar hartnäckigen Geißelproblemen zu kämpfen, die von ihrer damaligen Spritztour in das Ding übrig geblieben sind. Das war eine echte Erst-Handeln-Dann-Denken-Aktion, was ich absolut respektiere, auch wenn sowas eher mir ähnlich sieht. Hey, spielen Sie Poker? Was? Poker. Ein Kartenspiel mit Bluffs und Einsätzen. Es ist ein uralter Maßstab dafür, wie viel Charakter, Abgezocktheit und Mut jemand besitzt. Ich dachte lange, das wäre meine Bestimmung, aber ich bin einfach nur gut darin. Wir sollten irgendwann mal spielen, aber ich warne Sie. Ich habe noch nie verloren. Sie haben doch bestimmt hinter... Schau, so wie jetzt. Maus wieder weg. Das ist echt komisch. Sie haben doch Hintergedanken. Oh, Herzchen. Nein, mit dem werde ich nicht flirten. Vielleicht, wenn mal nicht gerade die Pflicht ruft. Eine kleine Ablenkung hier und da kann hilfreich sein. Man kommt mal auf andere Gedanken und sieht die Dinge anschließend deutlich klarer. Wenn wir also mal wieder im Hafen liegen und Sie Lust haben, ich habe immer Lust. Das tut mir jetzt schon irgendwie leid für ihn, aber ganz ehrlich, das ist, ne. Okay. Jetzt mal ernsthaft, wo wohnt die Bibi? Ich kenne mich hier gar nicht mehr aus. Wie komme ich hier wieder raus? Ich glaube, ich muss hier lang. War die Bibi unten? In den zwei Dingern waren wir drin. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich suche die Bibi ein andermal. Ich soll nochmal zur Cora. Das ist Charles. Okay, das ist komisch mit A und D. Ich hoffe, dass das auf dem Planeten besser wird. Cora. Sie unterwerfen und versklaven andere nicht einfach nur. Die Cat nehmen einem alles, was man ist, und nutzen es zu ihrem Vorteil. Ja. Sie sind der schlimmste Feind, den man sich vorstellen kann. Ein Feind, der einen dazu bringt, gegen seine eigenen Leute zu kämpfen. Und dieses Wissen verfolgt Jarl jeden Tag. Jetzt, da wir die Wahrheit kennen. Freunde, Nachbarn, sie alle wurden verwandelt. Und sie sind loyal gegenüber dem, was sie verwandelt hat. Das alles geht ihnen ziemlich nahe. Kandros will wissen, welche Strategie wir gegen die Cat verfolgen wollen.
Ich habe mit Drag gesprochen. Wir könnten unsere Guerillataktik ausweiten. Militärische Berater der Angara hinzuziehen, den Aufstieg weiter erforschen. Aber ich weiß einfach nicht, was das Richtige ist. Ich wünschte, Ihr Vater könnte mir einen Rat geben. Oh, das ist eigentlich alles so süß. Mein Vater hätte uns helfen können. Sie brauchen seinen Rat nicht. Wieso? Sie machen das doch gut. Nizira, Ihr Vater. Sie hatten immer einen Plan, an den ich mich halten konnte. Ohne klare Strategie kann es viel zu leicht passieren, dass jemand zu Schaden kommt. So wie jetzt. Sämtliche Pläne der Initiative sind gescheitert und deshalb sterben Leute. Ja, Maus bleibt bei mir. Es ist ein Desaster. Pläne würden uns auch nicht helfen. Ja, es ist ein Desaster. Das kriegen wir hin. Ja, wir sind im Blindflug. Wir werden Jahre brauchen, um uns von diesem Chaos zu erholen. Unser größtes Problem sind die Cat. Ich sollte mich also besser wieder an die Arbeit machen. Sarissa wird wissen, was zu tun ist. Wir müssen sie und die anderen Asari nur finden. Es wird gut tun, wieder Gewissheit zu haben. Boah, ich weiß gar nicht, wen ich zuerst suchen soll. Die Asari oder die Turiana oder... Ja, okay. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir unsere Geschäfte auf Volt erledigen. Das klingt irgendwie seltsam. Beruhigen Sie sich, Kello. Warum? Wenn das kein guter Grund ist, aufgeregt zu sein? Was ist los? Was ist los? Streiten Sie sich etwa? Wieso sollte ich mich mit meiner besten Freundin streiten? Ihrer besten Freundin? Oh, Kello. Ja. Kello ist ganz außer sich wegen eines Berichts, den ich von Eos erhalten habe. Es gibt gute Neuigkeiten. Die Strahlenbelastung nimmt immer weiter ab. Ihr Außenposten Prodromos wird es tatsächlich schaffen. Wann wollen Sie wieder dorthin? Weiß ich nicht. Ich setze es auf die Liste. Wir könnten uns jederzeit auf den Weg machen, aber wir haben noch andere Prioritäten. Warum? Naja, also hätte ich in einer neuen Galaxie eine blühende Gemeinschaft aufgebaut, würde ich ihr einen Besuch abstatten wollen. Sofort? Nicht erst, wenn der Strand angelegt ist und Sie die Wasserrutsche aufgebaut haben? Jetzt machen Sie sich über mich lustig. Also die Strahlenbelastung ist gesunken. Heißt das, wir können dort noch mehr entdecken? Ja, aber die Cat-Aktivität hat ebenfalls zugenommen. Was? War ja klar, dass wir nicht die Einzigen sind, die von den verbesserten Bedingungen auf dem Planeten profitieren. Es wäre vielleicht ganz nett, mal nachzusehen, wie es ihm geht. Das wäre fast wie ein Urlaub. Ja, fast. Okay, vielleicht machen wir uns wirklich demnächst mal auf den Weg dorthin. Sie sind der Boss. Geben Sie einfach Bescheid. Okay, wir erledigen unsere Sachen auf Volt. Dann müssen wir noch auf diesen komischen, wie heißt es? Ah ja, mit den Tempelruinen. Das gucken wir uns an. Danach geht's zurück auf Eos und dann werden wir den Cat so dermaßen die Ärsche wegbomben, dass die gar nicht mehr wissen, wo sie überhaupt landen sollen. So. Okay. Galaxy. Alles klar. Bitte einmal landen. Möchten Sie vom Water Tempest gehen? Ja, möchte ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das möchte. Das Ausrüstungsgetön. Kann ich jetzt eigentlich... Pot. Teammitglied 1. Hey, jetzt kann ich sie mir aussuchen. Ach, geil. Ach geil, ich könnte sogar die Vetra mitnehmen. Weißt du was? Die nehmen wir mal. Wobei, nein, warte, der Charl, Charl ist okay. Statt der Cora nehmen wir einfach mal die Vetra mit. So. Dann haben wir da auch ein bisschen Abwechslung. Den Charl möchte ich dabei haben, weil es ist einfach sein Volk, ja, dann... ist außerdem sinnvoll, dass er ein bisschen was zu tun bekommt. Verbrauchsobjekte, da guck ich jetzt auch mal rein. Cobra Raketenwerfer, Verbrauchsobjekt 1. Overdrive Pack. Das sind die zwei Dinger, was wir haben. Backup Lebenserhaltung. Disruptor Monitor. Ach du Schande, wir haben eine ganze Menge mehr. Backup Lebenserhaltung erhöht die Lebenserhaltung und erlaubt unter gefährlichen Bedingungen länger außerhalb des Nomads zu überleben. Hat keine Auswirkungen im Kampf. Möchte ich dann doch ganz ehrlich behalten. Overdrive Pack macht was für einen Sinn? Lädt augenblicklich alle Waffen nach und sämtliche Kräfte wieder auf, erhöht außerdem vorübergehend Präzision und Schadensreduktion. Okay, Cobra-Raketenwerfer gucken wir uns ein andermal an. Was meinen die eigentlich mit Universalwerkzeug? Abgefeuertes Explosivgeschoss, das gewaltigen Schaden verursacht. Oh, das klingt gut, aber für den Anfang gehen wir lieber auf Nummer sicher. So, was haben wir denn waffentechnisch? Stimmt, ich wollte mal gucken. Wir haben nämlich neue Waffen freigeschaltet. Die Sonet 2. Sturmgewehr ultra selten. Der Schaden gefällt mir jetzt nicht wirklich. Feuergeschwindigkeit und so weiter ist echt geil.
Zalkin 1, M8 Avenger, Zalkin 1, das ist, ah ja genau, das ist das Ding. Zalkin 2 haben wir ausgewählt. Vielleicht können wir die verkaufen, ich weiß es gar nicht. Zalkin 3, was? Ja, momentan das Zalkin 2 Gewehr. Schaden 90, Schaden 96. Achso, hier sehe ich eh, inwiefern das Ding besser ist. Okay, warte, das sollte ich vielleicht mitnehmen. Zalkin 2, Sturmgewehre, Zalkin 3. Wunderbar, M8 Avenger 1. Haben wir wirklich noch die Avenger 1? Ja, leider. Können wir für das Ding eigentlich irgendwelche Mods anbringen? Tatsache kann ich. SG leichter Schaft 3, verringert den Rückstoß deutlich, verlängert aber die Nachladezeit. Magazin, plus 34% Sturmgewehr-Magazinkapazität. Alter, geil. Haben wir. Okay. Zweite Mod. Zielfernrohr, das haben wir schon alles verbaut. Verschluss 1, SG-Verschluss. Leichter Schaft. Das ist ein Verschluss 1, plus 38% Sturmgewehr Durchschlagsschaden, plus 0,94 Sturmgewehr Kugeldurchschlagsdistanz, also plus 0,94 Meter. Ein Kondensator verbessert die kinetischen Spulengeneratoren und erhöht dadurch die Durchschlagskraft durch feste Objekte. Oh, geil. Nein, ich weiß, wo wir das Ding aufbauen. Pass mal auf, ich hoffe, das geht. Kann ich das irgendwie... Ich hoffe, der hat das jetzt übernommen. Ja, hat er. Der kriegt das Ding. Halt. Mods. Und zwar... Oh, da können wir sehr viel mehr Zeug draufpacken. Guck dir das mal an. PG-Lauf 2 plus 11% Präzisionsgewehrschaden. Haben will! Nein, warte, ich bin noch nicht fertig. Da gibt es noch was. Leichtes Reservemagazin 2 minus 10% Präzisionsgewehr. Okay, das ist Schwachsinn. Das machen wir nicht. Ultraleichtmaterialien minus 9% Präzisionsgewehrgewicht. Das wäre lustig. PG-Lauf 1... Den haben wir mehrmals. PG-Zielfernrohr 1 plus 32% Präzisionsgewehr. Präzision. Und das erhöht den Schaden. Oh, was jetzt? Den Schaden oder? PG-Lauf 11% Präzisionsgewehrschaden. Achso, dann brauchen wir die eh nicht. Wenn wir PG-Lauf 2 haben, dann könnte man das Zielfernrohr wählen. Das wir tatsächlich zweimal haben. Okay, pass auf, dann klatschen wir das noch drauf. Und dann sind wir eigentlich soweit. Fit. Nähern uns der LZ. Ich kann es kaum erwarten, das Snipergewehr wieder einzusetzen. So. Boah, ich bin gespannt, wie Volt aussieht, wenn der fertig terraformt ist. Und auf EOS bin ich auch gespannt. Mann, ich möchte das am liebsten jetzt alles gleich entdecken. Aber geht leider nicht. Dauert. Ad dauert. Oh, könnte das vielleicht an dem Xbox-Controller liegen, dass die Steuerung auf dem Schiff versagt? Ich weiß es nicht. Ich werde gleich mal gucken, ob das jetzt hier geht. Hallo? Ja, genau. A und D funktionieren nicht. Pass mal, ich probiere mal ganz kurz das auf. Entschuldigung. Sekunde. Ganz kurz dranbleiben, bitte. Wo führt denn hier das Kabel längs? Das führt da längs. Okay. Und ich bräuchte hier unten Licht. Kabelsalat da unten sieht echt nicht geil aus. Ja, gucke mal! Und schon funktionieren die Tasten A und D wieder. Wunderbarst. So, ist das das Sniper Rifle? Nein. Was mache ich da? Ach so. Ja, das ist natürlich sehr schlau gewesen. Kann ich hier jetzt eigentlich zoomen? Nein, kann ich nicht. Die aktuelle Mission, die wir verfolgen, ist schwachsinnig. Turianische Arche noch nicht tot. Kenne deinen Feind mit Raelis auf Volt treffen. Genau, komm, das machen wir mal. Wir sind eh gerade auf Volt. Und dann müsste ich gucken. Wir gucken mal ganz kurz auf Le Mappe. Oh Gott, haben wir hier noch viel zu erledigen. Um Gottes Willen. Die ganzen Kisten müsste ich auch irgendwie... Die Kisten müsste ich irgendwie aufbrechen, wenn ich nur wüsste, wie das geht. Die müsste man erst einmal finden. Okay, pass mal auf. Ich setze mal hier einen Waypoint. Das möchte ich jetzt doch, also...
Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Ja, ja. Das halten wir schon aus, keine Angst. Wir sind ja nicht lang in der Kälte. Jetzt ist nur die Frage, wo zum Geier... Ist das auf dem Gletscher da drüben? Da komme ich nämlich so nicht hin. Aber es sieht zumindest so aus, als wäre es auf der anderen Seite von der Schlucht oder irgendwo in der Schlucht oder ich weiß es nicht. So, Sekunde. Ach nee, ist es da drüben. Okay, alles klar. Alles klärchen. Wo sind eigentlich die anderen zwei? Ach, da unten, okay. Nicht, dass wir die vergessen. So, hier einmal kurz die Lebenserhaltung wieder aufladen. Liegen im Normalbereich, Pathfinder. Minus 30,9 Grad, Normalbereich. Ist okay. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Nein, es ist doch nicht extrem kalt. Es sind doch nur... Uah, was war... Alter, was war das denn? Was hat das denn gerade? Ja, stell dir vor... So, warte mal, hier war jetzt irgendwo die Kiste. Oder? Ich komme näher. Es wird warm, also eigentlich nicht wirklich, aber... Ja, ja, den Eltern geht's hervorragend. Wo ist diese dämliche Kiste? Über mir. Warte mal. Die zuckt ganz komisch. Also, die ist... Beinahe vor uns, aber über uns. Muss ich da irgendwie hochklettern? Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Okay, vielleicht ist er aber auch einfach nur da drinnen. Das Komische ist halt nur, sie wird hier nicht mehr... Temperaturen liegen im Normalbereich. Sie wird nicht mehr angezeigt. Oh, guck mal, die zwei kuscheln, wie süß. Ich lese mal ganz kurz euer Datenpad. Solan, ja, mir ist die Vorratssituation bewusst. Die Vorräte, die für den Widerstand bestimmt waren, Sekunde, okay, Mikro ist noch an, mussten im letzten Augenblick umdisponiert werden. Daher haben wir sie erhalten. Wir bekommen die nächste Lieferung. Ich kümmere mich persönlich. Ja, alles klar. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Yay. Und wir haben jede Menge Nebenmissionen, um Gottes Willen. So, wie schaut's jetzt aus? Ich bin an der Kiste vorbeigelaufen. Hä, wo ist die dann? Beziehungsweise, was heißt an Kiste vorbeigelaufen? Die ist ja hier gar nicht drin. Okay, ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ich möchte jetzt aber auch nicht 30 Stunden lang danach suchen. Das ist mir ehrlich gesagt zu langweilig. Um Gottes Willen, dass die keinen Hass auf uns hegen. Bedeuten. Kannst du mal hindrücken, Vetra? Raelis? Das bin ich. Ja, ich bin Raelis. Wow, Sie sind tatsächlich gekommen. Sie sagten, Sie haben Informationen. Das kann ich nicht ignorieren. Ich hatte nur nicht erwartet, dass Sie selbst kommen würden. Wie auch immer, ich sollte zum Punkt kommen. Ihr Angriff auf die Aufstiegseinrichtung hat die Kette versprengt. Sie versuchen jetzt wieder Ordnung in ihre Operationen zu bringen. Unsere Späher melden verstärkte Kettbewegungen in bestimmten Gebieten von Volt. Es ist aber nicht das Militär, sondern Schiffe für Wissenschaft und Forschung. Okay, das ist interessant. Kett sind immer schlechte Nachrichten, also geht es um den Aufstieg. Dann könnte es also mit dem Aufstieg zu tun haben. Oder der Einrichtung eines neuen Aufstiegslabors. Das denke ich auch. Aber in jedem Fall bedeutet es Ärger, wenn die Kett sich organisieren. Wir haben nicht die Tech, um in ihre Basen einzudringen. Aber jemand muss sie aufhalten. Tja, wofür sind Freunde da? Sie haben sich an die richtige Person gewandt. Wir helfen unseren Freunden und Verbündeten immer. Ich wusste, sie würden uns helfen. Ich sende umgehend den Nervpunkt. Ich bin jetzt nur am überlegen, sollen wir das zuerst machen und die Kett-Einrichtung hochnehmen? Oder so wie beim letzten Mal... Achso, das haben wir eh schon gelesen. Oder sollen wir vielleicht... Ich glaube, wir machen zuerst lieber das Ding mit der Dings. Dem Monolith. Da haben wir noch drei Nebenmissionen, um Gottes Willen.
Behälter. Der gehört mir.